sie im Ranken, die tiefschwarze Nacht. Was ist wahr, wo droht Gefahr und wer gibt auf mich acht? Eine ungewisse Reise, Wettlauf mit der Zeit. Rätsel lösen, still und leise, wir sind jetzt bereit. Ja, super, Eileen. Sag Max, da ich mich noch ausführlich bei ihm bedanken werde. Komm, wir gehen. Warte nicht so schnell. Ich habe die Idee für den Welttierfonds. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich noch gar keine Idee. Porträts. Von wem? Von den Lehrern natürlich. Wir machen einen Kalender, den wir zusammen mit der Schülerzeitung austeilen. Das ist ja wahnsinnig originell, Max. Die Idee nicht, aber dafür die Fotos. Ich habe sie schon alle im Kopf. 12 Lehrer in stilvollen, faszinierenden und vor allem peinlichen Posen. Du glaubst doch wohl selbst nicht, dass dein Vater da mitmacht. Mein Vater hat mal 30.000 Küken in einem Hühnerkostüm befreit. Herr Altrichter? Für den Tierschutz macht er echt die seltsamsten Sachen. Na gut, wir fragen ihn. Und wenn er ja sagt, dann können die anderen Lehrer wohl kaum dagegen sein. Wolf? Warum nimmst du das alles eigentlich so persönlich? Mein Großvater, Professor Trabas und Winsbrügge Westerling waren eingeschworene Freunde. Bis sie in der Nähe der Cherubspyramide das Grab mal entdeckten. Dein Großvater? Professor Wolf von Ravenstein. Sie alle drei hatten eine Leidenschaft für Ägypten und das Abenteuer. Doch das hat sie letztendlich den Kopf gekostet. Was ist passiert? Winsbrügge Westerling sah sich selbst als Leiter der Gruppe. Und nachdem sie das Grab mal geöffnet hatten, nahm er den Gral und das Geheimnis in einer Nacht- und Nebelaktion mit nach Deutschland. Das Haus Anubis. Nina? Ja? Kommst du mit? Sofort. Okay. Eins muss man ihr lassen. Wenn Mara was macht, dann macht sie es richtig. Sauerei hat sie hier veranstaltet und alles stinkt. Mara? Das war Viktor. Viktor? Ja, er hat im ganzen Zimmer dieses Holzwurmmittel versprüht. Riechst du das nicht? Das ist der Geruch. Und ich dachte, dass es der Geruch von Verrat ist. Oh Gott, du bist so ein Vollidiot. Ach, und das sagt mir jemand, der lila Haare hat. Ne? Weißt du, da findest du schon mal ein Mädchen, das dich nett und witzig findet. Und diese Mädels kann man sonst in einer Hand abzählen. Und dann verbockst du es einfach. Bloß nicht den armen Magnus berühren. Mister, fass mich nicht an! Hm? Du bist ein Schwätzer. Und du? Ich was? Glaubst du echt, dass Mara und ich was miteinander haben? Dann hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder du benutzt das alles als Ausrede, um mir den Laufpass zu geben. Dann bist du echt ein Feigling. Ja, dann bin ich eben ein Schwätzer. Natürlich hatten sie ein Anrecht auf einen Teil des Schatzes. Lange Rede, kurzer Sinn, die Situation geriet total außer Kontrolle. Winsbrügge Westerling hat sie in sein Haus eingeladen. Er wollte den Streit ein für alle Mal beilegen. Das hat er dann auch getan. Sein Butler, Viktors Großvater, hat sie vergiftet. Sie waren gekommen, um ihre Freundschaft zu retten. Aber sie waren dem Tode geweiht, als sie bei diesem Monster über die Türschwelle gingen. Am nächsten Abend fielen sie dann ins Koma und wachten nie wieder auf. Und Winsbrügge Westerling? 2 Wochen später hat er sich und seine Frau umgebracht. Er ist mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Er nahm das Geheimnis des Grabmals
mit in sein Grab. Vielleicht könntest du den Pinguin noch ein Stück nach rechts rücken und du den Stein nach hier vorne. Dankeschön. Also ist das noch in Ordnung, Maximilian? Perfekt. Das war echt ein super Plan, Max. So punkten wir garantiert beim Welttierfonds. Und Lotte wird auch begeistert sein. Hi. Hey. Was ist hier los? Hallo. Sie sehen echt super aus. Finden Sie wirklich? Ja. Also ich habe ja noch ein Hühnerkostüm. Es geht los, ja? Wie finden Sie es? Ja, gewagt. Warten Sie nur ab, bis Sie sehen, was wir uns für Sie ausgedacht haben. Ach ja? Tutanchamun hat Amneris so geliebt, dass er ihr ein Liebesgrab baute. Und er schenkte ihr einen Gral und ein Medaillon. Die Schlüssel, mit deren Hilfe sie zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort das Grab öffnen sollte. Und er erstellte eine Karte, auf der er dies in Rätseln mitteilte. Die Karte, die Winsbrücke Westerling im Haus Anubis versteckt hat. Eine Karte, die nicht sonderlich viel Glück brachte, weil Tutanchamun starb, bevor er ihr davon erzählen konnte. Amneris hat das Liebesgrab nie gefunden. Sie starb aus Verdruss. Und seither wird ihr Geist umher, wie ewig auf der Suche nach einem Nachfahren, nach einer Auserwählten, die sich selbst opfert und zum richtigen Augenblick an der richtigen Stelle mit Hilfe des Grals und des Medaillons das Grab öffnet. Und dann? Und dann, wenn wir die Auserwählte finden, dann sind wir vielleicht reicher, als du dir das jemals erträumt hast. Und wir werden für ewig vereint sein. Hallo. Felix hat mir gerade erzählt, dass es Victor war. Das mit unserem Zimmer und dem Chaos. Und er hat mir gesagt, dass ich entweder ein Feigling bin oder nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Mara. Ich will dich nicht verlieren. Lass mich dir doch helfen. Das dauert alles zu lange. Ich tue mein Bestes, aber das braucht nur mal Zeit, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ach, vergiss den Rest. Kümmere dich um Nina. Denkst du, dass sie die Auserwählte ist? Ich weiß es nicht. Mit Mara ist auch irgendetwas nicht in Ordnung. Ihre Rechnungen werden aus dem Roman bezahlt. Das ist seltsam. Aber das finde ich schon raus. Also kümmere du dich um Nina. Es geht dir nicht gut, ihre Oma liegt im Sterben. Ja, dann kann sie eine liebevolle Schulter gut gebrauchen, nicht wahr? Und ruf mich an, wenn du etwas weißt. Da Sie die einzig lebende Angehörige sind, müssen wir Sie bitten, diese Einverständniserklärung zu unterschreiben. Was? Das ist ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass das Krankenhaus nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Wir müssen eventuell beschließen, die Apparate abzuschalten. Und das kann nur ein Angehöriger im Sinne des Patienten entscheiden. Was? Das ist jetzt sehr schlimm für Sie, aber Sie werden doch sicherlich schon mal darüber nachgedacht haben. Nein! Daphne? Darüber hat sie noch nicht nachgedacht. Aber sobald sie es getan hat, werden sie die Erste sein, die davon erfährt. Und jetzt möchte ich mit meinem Patenkind gerne kurz alleine sein. Hm? Patenkind? Ja. Was machst du hier? Ach, ich wollte meine Großtante besuchen und habe dich dann gesehen. Ist das deine Oma? Oh, ich glaube, sie hält nicht mehr lange durch. Ach. Ist nicht leicht, wenn man so alleine ist. Aber du kannst mir alles erzählen, ja?
Vielleicht können Sie den Zauberstab über die Fee halten. Ja, so als ob Sie sie verzaubern würden. Alles nur für den Tierschutz, wirklich. Nur für den Tierschutz, ja. So. Zauberstab. Ach so. Hey, Kaya. Ich wusste gar nicht, dass du eine Schwester hast. Niemand wusste, dass ich eine Schwester habe. Als ich diesen Vollpfosten alles erzählt habe. Jetzt warte doch mal. Warum bist du so wütend? Du miese Ratte. Ich habe dir das alles im Vertrauen erzählt. Und du schreibst es in eine Schülerzeitung? Ich wusste nicht, dass es so geheim war. Echt nicht. Wir haben es für Charlotte getan. Charlotte? Sie findet dich toll, traut sich aber nicht, es dir zu sagen. Wir wollten ihr nur eine andere Seite von dir zeigen. Oh, na dann. Du willst eine andere Seite von mir sehen? Dann zeig ich dir meine andere Seite von meiner Faust. Du hast doch gesagt, dass du viel Geld brauchst, um deinem Vater zu helfen. Ich denke, das müsste für den Anfang reichen. 100.000 Euro.